Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man 2. Ja, in der letzten Folge ist Miles Craven in die Arme gefallen oder in die Hände gefallen, weil er betrogen wurde bzw. echt hart verarscht wurde, obwohl jemanden retten wurde. Hat er eine Spritze bekommen, wurde dadurch betäubt. Jetzt versucht Craven in den Tunnel zu Spider-Man und Mary Jane zu gelangen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Könnte wehtun. Mal nochmal. Stell mal ein bisschen härter hin. MJ. Lauf. Was? Ich wollte dir nicht wehtun! Oh Gott. Oh Gott, schnell da durch, schnell da durch. Aua, aua, aua. Lauf, Mary Jane, lauf! Wow. Hoffe, bei dir läuft's besser als bei mir, Miles. Nee, leider nicht. Den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Der weiß wahrscheinlich gar nicht mehr davon, wa? Wach auf, Wieso abgeschlossen. Hab ich auf einer Parkbank geschlafen? Und warum fühle ich mich, als hätte ich super geschlafen? Nur die Träume waren schräg. Noch eine Nachricht von Harry. Pete, ich brauche dringend diesen Anzug zurück. Dad arbeitet an einer neuen Heilung, aber... Ich weiß nicht. Bring ihn her. Bitte. Ob Harry den Anzug wirklich braucht? Wenn ich ihn behalte, ist die Stadt sicherer. Das ist gut für alle. Ein starker Spider-Man ist für alle am besten, oder? Und Norman ist schlau. Sicher findet er ein anderes Heilmittel für Harry. Hm. Ich glaub ja nicht. Jeder, der die Spider-Man-Filme und so weiter kennt, weiß, was das andere Heilmittel ist, ne? Ich werde es mir jetzt nicht spoilern, wobei ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, aber hey. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal in... Oh, wir können sogar nochmal eine Anzugtechnologie. Das finde ich ja richtig nice. Das ist zu teuer. Ach, wir können nur Bewegung. Oh. Aber fehlt uns nicht mehr viel. Soll ich mal hier ein bisschen uns schneller, gleitet länger. Gewährt einen explosiven Boost auf den Punktsprung, sodass du bei der Landung nach dem Schwung... Nee, ich spare. Ach halt, ich wollte doch die Fähigkeit verbessern. Der Gerät.
Netzschießer ist ganz geil. Also das... Jeder dritte Netzschuss auf einen einzelnen Gegner erzeugt einen kleinen Netzstreuzone. Das ist geil. Das will ich. Was macht das hier? Ein normaler großer Gegner auf kürzester Entfernung einzuspinnen, schleudert ihn zurück. Das ist auch cool. Den Netzschuss da erteilt, das mag ich echt. Jetzt will ich euch beide noch mal ein bisschen verbessern. Das hier unten haben wir ja alles schon. Zack, war hier. Rauschende Luft. Hm. Das reizt mich jetzt auch nicht so richtig. Hier, warte mal, wir werden mal... Ne, nicht Spidey. Wir wollen mal Miles noch ein bisschen verbessern hier mit seinen Blitz. Achso, darf ich noch nicht. Dafür ist die Story noch nicht weit genug fortgeschritten. Okay. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Oh, was ist das? Der Fokus füllt sich bei Einsatz der Mega-Venom-Attacke. Das ist geil. So. Das wolltest du mir also erzählen? Jump! Oh, hier ist noch eine Spinne. Eine Bugle-Meldung. MJs neuer Artikel. Sie hat nicht gewartet, bis ich ihn lese? Wollte sie, hast du nicht getan. Die sieht cool aus, finde ich. 100 more Technikteile. Wir als Gesellschaft müssen kollektiv den Heldenbegriff überdenken. Wie ich befürchtet hatte, ist ein Monster, das angeblich geheilt sein sollte, zurückgekehrt, um Chaos zu verbreiten. Und Spider-Man hat uns nicht beschützt. Wieder randaliert Dr. Kurt Connors, Lizard genannt, wow, auf unseren Straßen, verfolgt von Spider-Man, der dabei das erbärmlichste Heldentum zur Schau stellt, das ich je erlebt habe. Ist es heldenhaft, unbezahlbare Artefakte zu zerstören? Ganze Häuserblocks einzureißen und Kosten in Millionenhöhe für den Steuerzahler zu verursachen? Was ist mit den dutzenden verletzten Polizisten, die ein Problem lösen wollten, das Spider-Man erst verursacht hat? Natürlich war das alles nicht allein. Die Jäger treiben weiter ihr Unwesen. Unkontrolliert und unbeachtet. Das Ausmaß der Verwüstung in dieser schönen Stadt ist nicht mehr zu ertragen. Wir haben wirklich genug. Wann machen unsere gewählten Volksvertreter endlich ihre Arbeit? Wir können nicht länger warten. Bald ist es nämlich zu spät. Okay. Jonah lasse ich gerne noch ein bisschen quatschen. Ich mag das immer, wenn sich aufregt. Muss mal gucken. Ich will hier irgendwie rein. Ist ja so geil, wenn es hier so eine Möglichkeit will, rein und dann kurz Tony Stark zu sehen irgendwie. Das wäre richtig cool. Nochmal hoch hier. Da und dann. Uhuhui. Achso. Ich dachte jetzt, das bleibt mir rein. Was machst du da? Ja, sie hat ja recht. Hast du nicht gut, er hat es nicht mitbekommen, was er gemacht hat, ne? Ui. Hardcore am Schwitzen, Minium. Dir geht's nicht gut, wa? Hey, Kumpel. Wie fühlst du dich? Ich brauche den Anzug. Pete. Was weißt du noch von gestern Abend? Nur noch, dass ich müde war. Pete. Du bist nicht du selbst.
Der Anzug verändert dich. Durch den Anzug bin ich noch am Leben. Ja, ziemlich toll, nicht wahr? Warum wirfst du nicht ein paar Pillen ein und sagst, was du wirklich meinst? Hey, lass das! Ich reiß mir den Arsch auf, um dich zu retten. Und das ist der Dank? Ich sagte, lass das! Ich habe deine Story gesehen. Ich wollte es dir erzählen. Hast du aber nicht, oder? Ich brauche diesen Job, Pete. Dein Job ist es, die Wahrheit zu schreiben. Hab ich. Die Wahrheit ist, ich bin hier der Held, nicht du. Die war zu. Wie war dein Besuch bei Harry? Keine Sorge, Harry geht's bald besser. Danke. Dass du sein Freund bist. Ich habe euch zusammen aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Danke. Mr. Osborne. Ich muss los. Ja. Hast du das wenigstens so mal deinem eigenen Sohn erzählt oder nicht? Alter, das hätte bei einem Horus nicht kaputt gehen. Das hätte Sicherheitsglas sein müssen. Ich sagte, geh! Boah, jetzt sei mal nicht so. Jede Menge Arbeit. Und wie immer muss ich wohl alles selbst machen. Also ich würde ja nochmal zurückgehen und dem den Anzug geben, wenn es nach mir gehen würde. Wo ist Miles? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen und geht nicht an sein Handy. Hallo? Ich bin in meinem Büro. Sag ihm, er soll sofort zu mir kommen. Warum kann keiner auf sich selbst aufpassen? Immer muss ich helfen. Zähl mal nicht so, dafür bist du... Alter, das wollte ich nicht. Nein, geh zurück. Ich wollte da rein. Will mir die Anzugtechnologie angucken. Ich weiß, dass hier noch was freizuschalten geht, aber es ist nicht das, was ich möchte. Aber wir können noch mal kurz in die Anzüge reingucken. Anzüge. In die Anzüge reingucken. Nein, in die Anzüge. Oh. Der Punk Spidey. Geh mal zu Miles. Miles Anzug kann während dieser Mission nicht gewechselt werden. Will ich nicht. Ich will ja nur welche freischalten. Ist das okay für euch? Nein, ist es nicht. Anscheinend nicht. Ich darf nicht. Ah, der Punk gefällt mir nicht so. Oh, nö. Dann gehen wir halt da lang. Hui! Halt! Nicht so weit, nicht so weit. Da will ich hin.
Halt, oh, was der manchmal hier gleich für Jumps hinlegt. So, haben wir wieder eine gefunden. Upper East Side. Hey Danny Kumpels. Hat jemand zufällig eine 20 Meter Echse verloren? Nein? Die Stadt New York offenbar schon. Im Ernst, sie ist einfach futsch. Und wisst ihr, was gruselig ist? Nee. Zwei Leute sind runter in die Kanalisation. Lizard und Spider-Man. Aber nur einer kam wieder raus. Was ist da unten passiert? Das wisst keiner so genau. Getan? Leute, ich weiß, ich klinge schon wie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Voldemort? Jonah. Und glaubt mir, das gefällt mir genauso wenig wie euch. Aber wir vertrauen darauf, dass Spider-Man uns beschützt und dabei auf dem rechten Weg bleibt. Ja. Was, wenn er von diesem Weg abkommt? Was dann? Sorry für die finsteren Vibes, Leute. Aber so sind nun mal die Zeiten. Nein, es geht ihm sicher gut. Aber rufst du mich an, wenn du ihn siehst? Danke, Theo. Miles! Ich hab dich angerufen. Stundenlang. Nichts. Du weißt doch, dass Miles hinter Lee her ist. Ich finde ihn. Ich rufe die Krankenhäuser an. Ich sag doch, ich finde ihn. Ich habe alles unter Kontrolle. Miles redet nur noch davon, ein besserer Spider-Man zu sein. Nicht von der Schule oder seinen Freunden. Wie er dir helfen kann. Los, hilf ihm. Tja. Oh, jetzt. Wie komme ich hierher? Wow. Alles runterschmeißen, ja. Sicherheit. Ja, ich denke auch. Umgehe die Laser. Das war nichts. Vielleicht bei den anderen. Hat geklappt. Jetzt muss ich die anderen blockieren. Ich glaube, das war so nicht gewollt. So, es ist ein kleiner Weg frei. Na los. Na los. Bah. Ist ja krass, ey. Also die lassen, haben sich für dieses Spiel echt schon ein bisschen was einfallen. Das ist, finde ich, geil. Mutti, bist du da? Waren das alles Gefangene? Hier war Scorpion drin. Hier ist noch keiner. Gute Frage. Ah, Lee. Ja, guck mal in der Schau. Ja. Oh, meine Fähigkeiten unten sind freigeschalten. Heißt das, wir müssen gleich kämpfen? Hoch und rüber. Wer war das, der mich ausgenockt hat? Und was ist mit Peter und MJ? Ich muss runter. Ich gleich mal hier gucken. Hier ist auch nichts weiter. Und hier drüben? Nee. Hier ist nichts. Bäh. Dem, 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 dem. Guck mal, Diego. Ist der Diego? Irgendwie was. Mit dir was, glaube ich. Okay. Kann ich hier hoch?
So, sind das nur die Bäden? Du hast recht. Die Kleinen sind die Schnellen. Okay. Oskorp-Technologie. Ja. Was wollen die denn damit? Tja. Gute Frage. Nächste Frage, die... Ach, da. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Laser. Ja, Laser. Warum sollte Craven mich hier einsperren? Genki, ich brauch dich, Mann. Genki wird pennen. Was ist das? Kid, ich muss hier schnell raus. Die Generatoren treiben wohl die Ventilatoren an. Besser, aber es reicht doch nicht. Was will der denn? Ich muss die anderen einschalten. Na bitte, einer noch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na los, geh hoch da. Also zur Wartung sind die echt schlecht angebracht, ne? Scheint der einzige Weg raus zu sein. Wisst ihr, wo der Ausgang ist? Du wirst hier nie rauskommen. Das Gefühl habe ich langsam auch. Ja. Mach mal hier halblang. Zack. Tu diese ganzen Fall, um dich zu testen, kleine Spinne. Zack, Himmel. Ja, kommst du runter da? Boah, du sollst den da oben ziehen. Hör doch mal auf. Den da oben. Ja, geht doch. Das ist echt alle Register, was? Das tut er immer. Zeig uns mal, was du drauf hast. Nicht treffen lassen. Waren alle. Boah. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Wieso kämpft mich mal übelst angespannt? Gib mir das. Danke. So, Minion. Auch da lang. Noch irgendwer? Das nimmt gar kein Ende. Was, wenn die Jäger wissen, wer ich bin? Wenn oh ja, aber du hast deine Maske noch off. Was, wenn... Ja, warum sollten sie dir wieder aufsetzen, ne? Genki,
Kannst du mich hören? Bitte. Das sehen wir. Haben Sie ihn erwischt? Nee, ich denke nicht. Haben Sie ihn, Mom? Ja, Alter, was du da für Energie brauchst, um die ganzen Laser zu betreiben. Aber gut, die scheinen nicht so stark zu sein, weil die schneiden nicht durch die Wand durch. Oh, mehr Jäger. Craven scheint zu glauben, dass er derjenige ist. Ob er recht hat? Es liegt so eine Spannung in der Luft, ja. Nachdem so viele gescheitert sind, scheint es unmöglich, dass man etwas tötet. Wir werden sehen. Und der nächste. Hui! Hilft hier noch einer rum? Nee. Ihr Bilder geht auch ein bisschen zu weit auseinander. Das ist geil. Also das macht zum Beispiel Spaß, wenn die wirklich so ganz heimlich und leise. Genau, zack, an die Wand gesponnen, so. Ist hier noch irgendwer einer? Hä? Nö, ne? Ich könnte die Tür aufbrechen, aber das wäre laut. Kannst du einfach aufmachen? Geht's anders. Oh. Eine Tasche runtergeschmissen. Nachgestellt. Ja. Haben Sie ihn erwischt? Ein Rekorder? Möchte gern hier ran. Danke. Naja, auch nicht. Jetzt aber. Jede Nacht träume ich von meinem letzten Moment. Mein Körper liegt unter dem Himmel meiner Vorfahren auf einem Feld, das durch ihr Scheitern gedüngt wurde. Während das Feuer meinen Leichnam verzerrt, fallen ihre Tränen von den Sternen. Denn ich habe geschafft, was sie nicht konnten. Nur ein Würdiger darf meinen letzten Atemzug spüren und möge er meine Seele zurück in die stillen Tiefen der Hölle schicken. Jo, aber was uns hinter dieser Tür erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Spider-Man 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr keine der zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.